Chips sind ein super leckerer Snack, beispielsweise für einen entspannten Abend auf der Couch. Doch der leckere Knabberkram ist gleichzeitig auch sehr ungesund. Abhilfe schaffen da beispielsweise diese Low-Carb-Sesam-Cracker mit Haselnüssen. Der Vorteil? Dieser Snack ist nicht nur sehr lecker, sondern auch ganz leicht gemacht. Dabei liefern die Cracker mit ihren Ballaststoffen und gesunden Fettsäuren auch noch reichlich Energie. Alles, was man für ein Blech der Cracker braucht, sind 50 Gramm Sesam, 100 Gramm gehackte Mandeln, 2 Eiweiß, 70 Gramm gehackte Haselnüsse, 4 Esslöffel Agavendicksaft, 70 Gramm Sonnenblumenkerne sowie eine Prise Salz. Zum Start sollte man den Backofen auf 150 Grad Celsius vorheizen und gleichzeitig das Backblech mit Backpapier auslegen. Anschließend werden die Eiweiße schaumig gerührt und der Agavendicksaft sowie die Prise Salz hinzugefügt. Nun folgen der Sesam, die Haselnüsse, die Mandeln und die Sonnenblumenkerne, die gut mit der Masse vermischt werden. Nun aus dem Teig mit den Händen auf dem Backpapier flache Kreise formen. Abschließend wird der leckere Snack im heißen Ofen für etwa 20 Minuten gebacken. Einfach lecker und gesund. Zudem sind die Low-Carb-Sesam-Cracker auch ein Hit auf jeder Party.